Hallo und herzlich willkommen zurück bei Frostpunk, die Archen. Nachdem wir mittlerweile die Fabrikpläne erhalten haben und diese dann auch demnächst sich im Bau befinden dürfte, wird uns in Kürze auch ein zweiter Automaton erreichen und uns dementsprechend unterstützen. Eigentlich muss die Fabrik ja dann nur noch einen bauen, wenn ich das richtig sehe. Schön wäre, wenn die Peoples hier mal anfangen würden, diese Gebäude zu bauen. Wo sind sie denn? Sie bauen doch normalerweise des Nächtens. Oder tun das Ingenieure nicht? Dieser hier sieht robust aus. Automatone. Alle Zahnräder sind geölt. Ja, wundervoll. 100 Stahl, 100 Holz, 50 Kohle. Das wäre also gar nicht mal das Problem. Er ist voll funktionsfähig und bereit für die Arbeit. Tja, was lassen wir den denn sammeln? Hier ist ein Automaton im Einsatz. Nein, hier ist kein Automaton im Einsatz. Hier liegen auch nicht mehr viele Haufen rum. Hier liegt noch ein Kohlehaufen, da schicken wir den hin. So, es wird auch bald wieder wärmer. Dann werde ich mal versuchen, die Heizungen wieder auszuschalten. Zumindest bis es wieder kälter wird. Holzkisten erschöpft. Naja. Hat sich ja fast gar nicht gelohnt, eine Sammelstelle hinzusetzen. Sammelstellen werden sich ohnehin kaum lohnen. Die Temperatur wird sinken. Ob da wohl wieder so ein Sturm auf uns zukommt wie in ein neues Zuhause? Schauen wir mal. So. Da bauen wir auch direkt mal einen Automaton. Haben wir drei, dann haben wir diese Ziele erfüllt. Dann bin ich mal gespannt, was da danach an Zielen kommt. Mir geht die Nahrung aus. Sonderschicht im Treibhaus. Nee, 24 Stunden Schicht im Treibhaus. So, wir brauchen wohl noch eins. So, das Stahlwerk ist auch fast erforscht.
So, dann müssen wir uns nur gleich mal überlegen, wo wir sinnvollerweise mit der Forschung weitermachen. Wir haben das Stahlwerk. So, dann Kohle und danach Sägewerk. So, und das Stahlwerk. Die Automatone arbeiten hervorragend. Nun müssen wir nur noch ihre Zahl erhöhen, damit alle kritischen Operationen vollkommen automatisiert ablaufen, bevor der Sturm kommt. Nur so wird sichergestellt, dass die Saatguteichen den Sturm überstehen. Die Hoffnung steigt. Mindestens zwei Automatone in der Kohleindustrie einsetzen, einen in der Stahl, einen in der Holz, einen für Rohnahrung. Ja, so was ist hier los? Grundlagenforschung. Sir, ein Ingenieur bittet um einen freien Tag. Können verbessert werden. Ja, natürlich. So, aber jetzt Rohstoffe. Ein Stahlwerk. So, ich brauche mindestens einen in der Stahl und zwei in der Kohleindustrie. Gut. So, der neue Automaton wird dann auch direkt hier unten eingesetzt. So, hier können wir Kohleminen hinbauen, sobald die erforscht sind, und auch Automatone hinsenden. Und dann bauen wir noch eine in die Holzindustrie. Ach, das kriegen wir schon hin. Bin da ganz zuversichtlich. So, obwohl diesen einen Automaton, den kann ich ja hier direkt in das Treibhaus schicken, damit der dort auch 24 Stunden tätig sein kann. Das packen wir schon. So, mein lieber Automaton. So, was ist hier los? Fehlt ein Ingenieur. Warum? So, wie sieht's hier mit meinem Stahlwerk aus? Das wird wahrscheinlich erst heute Nacht gebaut. Das macht aber nichts. So, was haben wir hier? Rohstoffdepot. So, in einer Stunde kommt auch unsere Expedition am nächsten Spot an. Mal sehen, was dann dort passieren wird. Na, auch dieses Szenario ist nicht uninteressant, muss ich sagen. Ganz was anderes wie ein neues Zuhause. So, die Eisfallmine. Diese Mine kann jederzeit von einer Lawine verschüttet werden. Sie muss vor langer Zeit verlassen worden sein. Kohle und Stahl könnten wir hier bekommen. Das versuchen wir. Ein hastiger Rückzug. Nach der Ausrüstung zu urteilen, sieht es so aus, als wäre diese Mine vor dem großen Winter gebaut worden. Möglicherweise von den ersten Prospektoren, die das Gebiet erkundet haben. Die allgemeine Unordnung innerhalb der Gebäude deutet darauf hin, dass sie abrupt verlassen wurden. Vermutlich aufgrund eines Erdbebens. Viele wertvolle Rohstoffe wurden zurückgelassen. Die nehmen wir mit. Genau. Und gehen aber erstmal, weil das kein großer Umweg ist, wieder heim, bevor wir dann weiterforschen. So, einen Teil der Ziele habe ich schon erfüllt, weil ein Automaton hier in der Rohstoffindustrie eingesetzt wird.
Hier unten wird das Stahlwerk fleißig gebaut. Werde ich hier diesen Automaton schon mal abziehen, damit er dann nämlich gleich instant in der Stahlindustrie loslegen kann. Das sieht doch alles gut aus. Was ist hier los? Ein Rohstoff zugeordnet. Nehmen wir mal Kohle. So, fertig ist das Ding und hin mit dem Automaton. Damit ist auch dieses Ziel erfüllt. So, einen habe ich noch übrig. So, hier gibt es noch Holzkisten. So, was mache ich denn jetzt? Na gut, als nächstes kommt sowieso der Kohleabbau. Da geht ja gar kein Weg dran vorbei. Hoffnung und Unzufriedenheit. Das wissen wir ja schon, wie das funktioniert. Deswegen lese ich das mal nicht erneut vor. So, ein Automaton ist noch übrig, den ich dann in die Kohlemine stecken kann. Also müsste ich noch einen bauen. 100 Stahl, 100 Holz. Das werde ich erstmal lassen müssen. Aber hier unten kann man dann ganz gut das Sägewerk hinbauen. Das passt schon. So, wir spulen mal ein bisschen vor. Ich muss durchhalten, die Leute verlassen sich auf mich. Ja, vielleicht werde ich ja hier doch mal was machen. Pflegeheime zum Beispiel. So, die Speer sind zurück. Die schicken wir auch gleich wieder los zu den Industrieruinen. So, wir müssen durchhalten, ja. Das Pflegeheim braucht 25 Holz. Kohle auf eine Shift. So, hier sind noch Holzkisten. Ist ja zwar ein bisschen kalt da hinten, aber das ist dann noch mal so. So, wir werden jetzt erst das Pflegeheim bauen. Muss ja auch ein bisschen Zufriedenheit bei den Leuten herrschen. So, und den können wir jetzt bauen. Kohlemine. Für 25 Holz, 10 Stahl, einen Dampfkern. Aber die 25 Holz, die kriegen wir ja irgendwie zusammen.
So, was würden wir denn hier weiter erforschen? Das Sägewerk. Nicht genug Holz. Gut, das Sägewerk kommt jetzt mal zuerst. Bevor ich die Kohlemine dann baue. So. Kohlemine brauchen wir 25 Holz. Die kriegen wir ja aus dem Haufen da noch raus. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Versprechen gehalten, Pflegeheim. Ja. Ich glaube, ich baue das Sägewerk sogar noch zuerst. Macht denn dieser Automaton? Gar nichts. Lass mal den das Holz abbauen. Zumindest bis wir ein Sägewerk errichtet haben. Was ist hier los? Versuchsobjekt benötigt. Man braucht einen Tag einen Automaton. Ja. Wer kommst du? So gut wäre. Brauche ich jetzt zuerst das Sägewerk? Wie viel Holz ist denn hier noch drin? 104. Das müsste reichen, um dann auch noch das Sägewerk bauen zu können. Ich bin da ganz zuversichtlich. Ihr auch? Okay. So, Sägewerk erforscht. Ich erstmal, womit wir weitermachen. Ich weiß, womit wir weitermachen. Im Dampfzentrum. So, eine Kohlemine. Zu wenig Holz. Komm, Holz. Brauche ich dafür. So, gleich wird es erstmal wieder kälter. Aber solange sich Wärme und Kälte hier abwechseln, ist das an und für sich nicht dramatisch.
So, in jedem Fall wird hier fleißig gebaut. So, bis jetzt bin ich auch ganz ohne Kirche und Glauben ausgekommen. Ich hoffe und glaube, da ist es wieder, da glaube auch nicht, dass das auf dieser Expedition erforderlich werden wird, aber man kann es am Ende natürlich nicht genau wissen. Ja, wir haben eine weitere Nacht überstanden. Sehr schön, sehr schön. Weiter so. Es wird erstmal wieder kälter. Hier läuft mir mein Glas über. Vor lauter Überschwang ein Überlauf. Die Speer sind angekommen bei den Industrieruinen. Und es wird kälter. Dieses Gebäude wurde durch eine mächtige Lawine zerstört. Seine Innenräume sind mit Schnee gefüllt. Aber wir sollten immer noch in der Lage sein, einige Rohstoffe aufzuspüren. Gucken wir mal. Lebendig begraben. Wir entdecken eine Fülle von Rohstoffen, während wir uns durch den Schnee graben. Leider ist das nicht alles, was wir finden. Eine Lawine hat alles getötet, die hier gearbeitet hat. Alle getötet, die hier gearbeitet haben. Ihre Leichen sind steif gefroren. Die relativ leichte Kleidung und die Insignien des Prospektorenkorps ihrer Majestät lassen vermuten, dass sie Entdecker waren, die während des großen Winters nach Norden geschickt wurden, um nach geeigneten Plätzen für Generatoren zu suchen. Vielleicht ist es das Beste, dass sie den Untergang des Imperiums nicht miterlebt haben. The Empire. God save the Queen. So, dann mal weiter zum verschneiten Hügel. So, hier ist zu kalt. Heizung an. Und es wird auch gleich dringend Zeit, dass wir wieder Kohle abbauen. Und auch wenn die Arbeitsschicht jetzt beginnt, baut ihr doch hoffentlich da unten erstmal das Gebäude zu Ende. Oder? So, den Saatgutkammern ist auf jeden Fall nicht so kalt. Ach, guck mal. Hier geht es nochmal rauf. Minus 30 Grad. Dann wieder auf minus 40 Grad. Und dann wahrscheinlich auf minus 60 Grad. Da ist es dann gut, dass bis dahin die Dampfzentren fertig sind und ich die dann hier hinbauen kann. So, Dampfzentrum. Doch war auch das Sägewerk auch schon erforscht, oder? Ja. Werde ich das doch mal bauen, das Sägewerk. Westen. Okay, da werden zwar ein paar Rohstoffe zerstört. Nee, hier wäre, glaube ich, noch besser. Nee. Hier habe ich in allen Richtungen was. Ja, wir nehmen das. So.
arbeitet da oben und holt Holz. Aber nicht mehr lange. So, den schicken wir hier hin. So, was haben wir hier? Gesetze. Ein Ratschlag. Suche nach Dampfkernen. Wir haben sämtliche Dampfkerne aufgebraucht. Uns liegen Berichte von Industrieruinen im Norden und Süden vor. Möglicherweise finden sich dort mehr Dampfkerne. Nebliges Tal entdeckt und Südpass entdeckt. Okay. Leiten wir die Expedition um. Wieso haben wir den letzten Dampfkern verbraucht? Hier steht doch, ich hätte noch zwei. So, auf jeden Fall. Dampfzentrum erforscht. So, hier arbeitet doch jetzt ein Automaton in der Kohlemine. So, in der Kohleindustrie. So, einer in der Rohnahrung. Und der kommt in die Kohleindustrie. Wo ist denn der dritte? Wo ist der dritte? So, der Automator mit Fehlfunktion wurde repariert. Okay. Dampfkern benötigt. Sir, der Ingenieur, der am Automaton-Projekt arbeitet, hat seinen Bericht geschickt. Er hat den ausgedienten Automaton beschädigt. Jetzt will er einen Dampfkern. Er will sie so anpassen, dass sie schneller arbeiten. Ja, du bekommst einen Dampfkern. Um Himmels Willen natürlich. So, also haben wir jetzt einen, der in der Kohleindustrie arbeitet. Einen, der in der Stahlindustrie. Da war doch eben noch einer. So, so Rohnahrung, Stahlindustrie. Einen hatte ich, einen habe ich gesucht, einen habe ich gebaut. Was ist jetzt hier mit der Kohleindustrie? Habe ich da auch einen hingeschickt? Gib mal Gas. Nein, nicht Gas. Ich wollte sagen, gib mal Kohle. Also nicht Geld. Weißt schon. 1889 hat man das so gesagt. So, Kohle, Stahl, Holz. Was ist hier mit meinem... Da habe ich keinen Automaton mehr für. Da werde ich wohl gleich Personal hinschicken müssen. Da muss ich zusehen, dass ich weiter Automatone baue. So, zumindest wird hier mal ein bisschen Holz produziert. Ist denn irgendjemand krank? Ja, sind welche krank? Workday ends. So, die schicken wir. Statten den Holzhaufen in das Sägewerk. Ich könnte natürlich so ein Teil bauen, das Kohle produziert. Aber ich habe einfach nicht genug Leute für die Sammelstellen. Das mache ich auch nicht. So, Forschung. Die Dampfkerne sind ja erforscht. So, das Sägewerk werden wir aufrüsten. Werden wir das?
So, wie sieht's denn mit Gesetzen aus? So, Prothetik. Alle wollen einen Beitrag leisten. Nach Einführung dieses Gesetzes, so, neuer Bauplan, Prothese, verfügbar in der Fabrik. Prothetik, die in medizinischen Einrichtungen mit Prothesen versorgt werden können, wieder arbeiten. Das unterschreiben wir. Unglaublich, die Wissenschaftler haben einen weiteren Weg gefunden, unser Überleben zu ermöglichen. Prothesen mögen teuer sein, für viele von uns sind sie jedoch von unschätzbarem Wert. So, wir haben aber momentan keine Amputierten. Da freuen sich die Leute also, aber ich muss erstmal nichts dementsprechendes bauen. Was ich aber bauen muss, ist auf jeden Fall, ich bin gerade am Überlegen. Ein Holzkohlemeiler. Boah, ich habe doch schon mal einen. Also einer arbeitet 1, 2, 3. Ich muss noch zwei Automatone bauen. So, 100 Stahl, 100 Holz, 50 Kohle. Stahl und Holz. Der Kohle sieht jetzt nicht so gut aus. Werde ich mal als erstes auch eine Kohlemine bauen. Naja, gucken wir mal. Da hier unten aber kein Automaton drin ist. Moment, das ist die Saatgutarche. So, was kostet denn ein Dampfzentrum? 20 Stahl. 20, 40, 60, 80. Was bauen wir? 20. Moment, 20, 40, 60, 80. So, jetzt muss ich das nochmal irgendwie richtig rumdrehen, dass ich wieder weiß, wo ich dran bin. Ja, so rum. So, 20, 40. Okay. So, hier oben fehlt mir auf jeden Fall Holz. Und ich habe keinen Dampfkern mehr. Nee, so war das doch auch nicht. So was.
Tja, schauen wir mal, ob wir hier noch rechtzeitig die Dampfkerne, die Automatone und alles, was wir brauchen, zusammenbekommen. Und zwar schauen wir uns das an in der nächsten Folge von Frostpunk. Ich freue mich darauf. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.